YouTube, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's, euer Zocki. Und das ist Monster Hunter World. Taste drücken, mache ich das auch. So, im Menüpunkt-Interface kannst du jetzt noch mehr Einstellungen ändern, beispielsweise die Schriftgröße. Kein Bock, da irgendwas einzustellen. Ich persönlich kenne das Spiel überhaupt nicht, gell? Ist nur gerade voll günstig irgendwie. 50% billiger. Oh fuck, warte mal einen Moment. Profi, wie ich bin. So. Ja. 50% billiger PlayStation Store. Keine Ahnung, ich habe mir gedacht, hey, holst das? Weil ich hab Monster Hunter schon mal gezockt auf der PSP. Weißt du, das war ziemlich cool. Und keine Ahnung, ob das so ähnlich ist. Ich wollte es mal anschauen. Habe ich mir gedacht, hey, mach Video. Wenn es keinen interessiert, auch gut. Juckt mich nicht, ne? Dann zocke ich es für mich. Ich weiß nicht, vielleicht interessiert es mich ja überhaupt auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir nichts angeschaut, nichts gesehen, keine Informationen darüber. Ich wollte es einfach mal anzocken. Schwestern und Brüder der 5. Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut. Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch? Hey! Verrat uns deinen Namen. Männlich. Beispielcharakter. Ja, aber der Charakter schaut schon gut aus, oder? Das passt doch. Nee, aber wir müssen jetzt ein bisschen was ändern. Da kannst du ja... Es gibt noch mehr. Ja, gut, das ist gut. Was? Nein, nicht in der Rennung bewerfen. Ich hab's doch bestätigt. Achso, okay, cool. Kenn ich aus. So, die Hautfarbe. Hä? Wie kann ich denn da? Das geht nicht. Ah. Oh, nee, gar nicht. Alter, nein, nicht cool. Falten auch nicht. Wir bleiben ganz jung. Die Hautfarbe passt so, oder? Nein. Warte mal, finde ich. So. Oh ja, das passt. Frisuren müssen wir gucken.
Oi. Okay. Oh ja, natürlich die. Die passt. Nee, warte, was will ich nehmen? Ich. So? Na, ich weiß nicht. Farbe. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Lass mal so. Ne, das ist zu viel. Ne, das so. Na, warte. Oh ja, das lassen wir so. Aber die Frisur brauche ich noch, die passende. So, nein. Scheiße, ich kann mich nicht entscheiden. So. Oder? Okay, warte, wir nehmen mal die, aber dann passt das nicht. Dann. Okay. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich würde was ausprobieren. Fuck, warte, dann brauchen wir aber. Scheiße, was könnten da passen? Nicht wirklich. Na gut, lass mal das so gut sein. Frisur Hammer, Augenbrauen. Ah, das ist nicht schlecht. Farbe. Ah, was ist denn? So? Nein. Machen wir ein bisschen dunkler. Augen. Ah, die Augen sind aber schlecht. Was ist das für ein Blick an? Das ist ein bisschen bekifft. Oh Gott. Ah, die Augen weiß ich jetzt nicht. Tatsächlich gegeben, die waren, glaube ich, ganz okay. Wo waren denn die jetzt da? Nein. Boah, ich weiß nicht, wegen die Augen weiß ich nicht. Nee. Man kann da noch einiges umstellen. Kurz. Ah, dann eher so. Kann man das so lassen? Keine Ahnung, Nase weiß ich auch nicht. Also es gibt so viel. So einen fetten Zinken möchte ich jetzt nicht haben. Die finde ich in Ordnung. Die finde ich nicht schlecht. Die lasse ich, die lasse ich. Da will ich nicht. Ich will nicht großartig
mit dem Ding hier beschäftigen. Wow! Brudi, gib mir einen Kuss. Oh ja, so, na, ey, was geht? Die nehmen wir. Da stehe ich voll drauf. Bart braucht man. So? Geht das noch ein bisschen besser? Ah, nicht wirklich, oder? Farbe. So. Vielleicht ein bisschen heller. Oh ja, so. Okay, gut. Make-up. Braucht man Make-up? Wir brauchen doch kein Make-up, oder? Aber das... Oh, ja, aber... Ausdruck, Stil, Namen. Ja, muss man das nehmen, ha? Nur die Farbe, Größe, Position, Farbe. So, machen wir das nur. Bisschen dünkler. Okay. Das ist gut. Kann ich das stacken irgendwie? Kann ich dann noch ein Make-up draufklatschen? Ja, oh ja, es gibt noch ein zweites. Oh, warte, gutes. Nein, nicht verwerfen, Entschuldigung. So, jetzt müssen wir hier gucken. Arschmann. Ja, gut, muss man halt mit denen. Muss man halt. Position. Kann ich das. Ich würde das gerne ein bisschen drehen, ehrlich gesagt. Ah, ich würde das gern drehen, aber das geht nicht. Wir machen das so, oder? Farbe. So. So. So ist gut. Oh, warte, so ist ja noch viel besser. Okay, warte, das muss ich dann beim anderen auch noch ändern. Super geil. So. Ja, genau, Brudi, das ist es. Das nehmen wir natürlich. Unterwäsche. Das ist ein bisschen zu knapp. Ja, aber da wäre ich für einen Standard. Stimme. Acht eventuell. Ah, nein. Na, ganz ehrlich, ich wäre für 8. Oh, ich denke, ich wäre für 8. Aha. Kann ich hier nicht ändern, oder? Achso, hoppala, ich wollte es bestätigen. Anfangsrüstung. Leder, Ketten.
Ja, Ketten, oder? Ketten ist geil. Aber dann passt das. Warum habe ich dann. Oh, scheiße. Ja, lass mal Leder, das ist, passt schon. Abschließen, was gibt's denn da noch? Hintergrund ändern. Oh, das ist düster. Ah. Das passt, oder? Kann man lassen. Kann man lassen, denke ich. Das ist gut. Namen. So. Ach, den muss ich jetzt auch noch machen. Nein, will ich nicht. Nimm mal ein Beispielding. Oh ja. Ich brauche nichts Süßes. Obwohl, der ist cool. Das ist schon nicht schlecht. Aber wir brauchen nichts Süßes, oder? Aber was? Was ist nicht schlecht, ha? Da, ungefähr wie meine Katze. Ja, niemand ist da. Passt schon. Keine Ahnung. Ja, ich will nicht so viel Zeit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht. Möchtest du mit diesem Charakter beginnen? Ja, möchten wir beginnen. Endlich, oder? Nach 19 Minuten. So ungefähr. Hm? Kommt hin. Charaktererstellung dauert echt lang. Aber ist cool. Okay. Ich wollte eigentlich so The Witcher-Typen nachmachen. Ich hoffe, man merkt's. Wenn man es nicht merkt, dann habe ich es echt schlecht gemacht. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt, wo ich den so sehe. Auf die Top-Auswahl und die Kommission. Prost. Ich glaube, ich muss... brauche einen anderen Charakter. Vielleicht kann man den noch bearbeiten. Sag mal, was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die fünfte Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube das auch. Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Hast du schon deinen Partner getroffen? Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, Meets Meets. Nein, Fufu. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl. Oh nein, Fufu!
Ah, cool. Okay, bewegen ist klar. Kenn mich aus. Rennen geht noch nicht. Hallo? Ist da jemand? Ah, okay. Eher eins. Das ist Sprinten. Springen. Wanderklimmern. Oh, hey! Du bist es! Sieh mal, was mit dem Schiff passiert ist. Wir müssen etwas unternehmen. Hier sind wir nicht sicher. Hier entlang. Ja, dann komm vor. Hoppala. Ich finde meinen Charakter jetzt gar nicht mehr so geil. Oh, wie er klettert. Los, Mädchen, komm, wir müssen uns ranhalten ein bisschen. Ich überhole sie einfach mal. Ich bin fix nicht richtig. Das kann doch nicht richtig sein. Kommst du? Oh, voll, ich stehe voll in der Lava und es macht nichts. Husch. Husch, husch. Die neue Welt. Super, okay, keine Ahnung. Ich hoffe, jetzt geht's gleich ab. Ich möchte ein bisschen noch in diesem Video, also in diesem Part, möchte ich noch ein paar Monster erledigen. So, kleine Monster, keine großen Monster. Große Monster, die heben wir sich auf für später. Aber so kleine Monster, ein bisschen kämpfen. Aber ich glaube, das kommt jetzt. Spiel kennenlernen ein bisschen. Ne? Ich bin mit meinem Charakter gerade gar nicht mehr so zufrieden, ehrlich gesagt. Kamera kannst du auch nicht drehen? Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Karte öffnen? Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Kann ich kämpfen? Ich möchte kämpfen. Okay, das war eine Rolle.
Schau mal, das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's! Ja. Kann ich dich schon töten? Nein. Um zum Hauptquartier zu gelangen, müssen wir laut Karte... Dadurch. Nein, doch nicht. In die Richtung. Ich weiß nicht. Hier hoch. Sie sagt gar nichts mehr. Einfach hier hoch. Die Abdonos scheinen genauso gutmütig wie die bei uns zu Hause zu sein. Ich komme hier nicht hoch. Wir müssen wohl einen Weg finden. Ja, wo ist denn? Die steht noch da oben die ganze Zeit. Was ist das? Da gibt es etwas. Die Speerkäfer versammeln sich. Was? Okay. Keine Ahnung. Das war? Was für eine seltsame Pflanze. Ja. Sehe ich genauso wie du. Aber da ist noch eine. Hier drüben ist noch eine. Oh, nee. Ich glaube, ich habe den Weg zurück zur Basis gefunden. Dank den Pflanzen, oder was? Oh ja, da gibt's was zum Kämpfen. Töten? Ich habe den Spähkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann findest du mich. Ja, du stinkst ein bisschen. Kann das möglich sein? Könnte ja möglich sein, oder? Ein bisschen miefen wie Fufu. Fufu stinkt nämlich auch. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Oh, ich glaube, jetzt kommt was. Oh ja, da kommt was. Ich mach das. Ich hab doch! Nein, oh fuck, die hat mal zwickt! Ich hab nach Ufer. Ausschau, in denen du dich verstecken kannst. Ups. Als hätten die mich jetzt nicht gesehen, jetzt ganz ehrlich. Ich meine, schade, die zwei Piecher schützen sich schon an. Jetzt rennen die weg. Das ist so unlogisch. Echt unlogisch. Was sind das für Piecher? Ruhig. Okay, die Luft ist rein. Ja, ich wusste es. Solange wir können. So, geil, eine Trophäe. Ich finde, das Spiel schaut nicht schlecht aus, oder? Ich finde, das schaut schon gut aus. Hm. Nur mein Charakter ist halt ein bisschen lächerlich. Ich finde, urgroße Kopf und so ein Znichtelkörper, das geht gar nicht. Da muss ich ein bisschen mehr trainieren. Passt irgendwie nicht. Müssen wir da jetzt runter, ne? Ah, ich muss... Okay. Ich springe einfach. Cool, Fallschaden gibt's wohl nicht. Vogel? Warte. Ja. Was ist das für eine Spur? Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Woher sieht sie das? Ich sehe das nicht. Ja gut, ich... Jetzt muss ich den hinterherrennen, danach noch. Bewegung! Das ist
nicht gut. Worauf haltest du denn? Komm her! Ich wollte kämpfen. Das ist kacke. Ich wollte ein bisschen kämpfen jetzt. Ich hätte das komische Vieh locker fertig gemacht. Ich bin Geralt. Weißt du, ich bin der Hexer. Hui. Naja, schaut nicht schlecht aus, das Spiel. Vielleicht ist es geil, ich weiß nicht. Vielleicht interessiert es auch keinen von euch, dann zocke ich das eh für mich alleine. Auf chillig. Easy. Wow. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Okay, setz ihn hier ab. Mach ganz langsam. Hey, ihr habt es geschafft. Ich bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Komm. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Seht nur all die Leute. Und das Zeug! Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe Sie gefunden. Willkommen in Astera. Was ist los? Jetzt muss ich lesen. Na, echt jetzt da? Euer Ruf eilt euch voraus. Das stimmt ja gar nicht. Was? Ja, okay. Anders nur übersetzt. Geht schon. Okay, voll. Ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Ja, Fufu. Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Ich brauche mal ganz dringend ein Schwert anscheinend. Weil es mit dem Buttermesser da an meinem Arsch kleben, kann ich ja keine Monster zerfetzen. Und das geht aber gar nicht. Ich bin ja top. Oh, wie ich gehe. Als wäre ich nur angefressen, so. Ich habe mein blödes Schwert verloren. Jetzt muss ich diesem Muskelbrotz hier folgen. Warum habe ich keine Muskeln? Konnte man das einstellen? Habe ich das übersehen? Weil es wäre echt blöd, wenn. Weil ich wollte ihn schon ein bisschen etwas muskulöser machen. So wie ich halt bin. Das ist der Bizeps. So ist es. Du gehörst zur fünften Flotte der Kommission, nicht wahr?
Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der ersten. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Ich hoffe, ich kann den noch ein bisschen ändern. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Ja, ich möchte eine Waffe gleich holen, wenn es geht. Oder wäre das unklug? Drin ist es schön warm. Als nächstes gehen wir zur Kantine. Schauen Meister? Wir sie uns an. Lalalala. Ausrüstung, du bist eine Waffe. Dann reden wir weiter. Ah, okay, warte, ich kann. Okay. Genau. Die Kantine? Ich bin dabei. Die denkt nur ans Fressen, die ganze Zeit. Das ist wirklich schlimm mit ihr. Hier drüben. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Fufu! Das ist ein bisschen zurückgeblieben, okay? Tut mir leid. Ich wusste, du schaffst das. Gut, sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört! Jetzt wird's interessant! Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort. Miau. Sogar diese Katze hat mehr Bizeps als mein Charakter. An die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Aber was? Hier drüben. Ja, hier drüben, du redest gerade mit mir, aber egal. Okay, ja, ich brauche eine Waffe. Im Anraum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Gut. Das ist mein Raum.
dein Raum. Okay. Cool. Cool, cool. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Ausrüstung ändern, verwalten, ändern. Video abspielen? Was für ein Video abspielen? Oh ja, geil. Ich brauche auf jeden Fall so ein fettes Schwert, denke ich. Wo man dann viel langsamer... Oh ja, na, das ist natürlich was Schönes. Aber ich glaube, ich wäre eher für so ein fettes Schwert. Verschiedene Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit schweren Schild sehr schnell zuschlagen kannst. Das ist aber sehr schnell zuschlagen ist aber auch sehr wichtig, ne? Seine Schwester sind aber sehr mächtige entscheidende Waffen da. Lalala. Rüstungssatz besteht aus 5 Teilen. Jedes Teil bietet einen gewissen Schutz sowie Ausrüstungsfähigkeiten. Rüstungssatz beliebig kombinieren, um die perfekte Mischung für deinen Spielstil zu erhalten. Ja, gut, passt. Möchtest du Tutorial verlassen? Ja. Also pass auf, das natürlich den Helm. Nein, aber der Helm. Okay, scheiß drauf, der Helm ist gut. Dann hätte ich. Kann ich das generell wegtun? Oder muss ich den Helm tragen? Dann hätte ich gleich die normale Rüstung da nehmen können. Was ändert das eigentlich? Feuer? Wasser? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Angriff 384. Ist das sehr schlimm? Ich glaube, ich nehme... Oh, der Hammer ist aber auch geil. Aber ich glaube, ich nehme das große Schwert. Ich würde ja gern gar nichts nehmen, ehrlich gesagt. Oh, ja, wir haben's. Geil, so wollte ich das. Super. Juckt mich nicht, ob ich jetzt weniger Schutz habe oder so. Ganz ehrlich. Verteidigung 9. Gegen Wasser. Also gegen Wasserviecher anscheinend oder was? Keine Ahnung. 8? Weiß nicht. Keine Fertigkeiten. Okay. Muss ich jetzt weg? Ah, okay. Oh, jetzt bin ich der Mann, hä? Genau. Ja, genau. Schau mich an. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Ja gut, aber das... Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter. Den Haushälter. Das ist der, ne? Ja, gut. Ja, hey, ich hätte gesagt, in der nächsten Folge geht's weiter. Wir machen schon viel zu lange, aber ich wollte es absichtlich jetzt einmal länger machen. Weil ich ja viel Zeit ist gut gesagt, doch etwas längere Zeit für den Charaktererstellungstrack hier gebraucht habe. Und deshalb geht es in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen drauf und wollt mehr sehen. Wäre echt geil. Ich werde es auf jeden Fall, ich werde dem Spiel eine Chance geben. Dabei finde ich es cool, aber man nicht viel gemacht. Mal schauen, wie es dann ist, ob es zu schwer wird oder so. Ich weiß nicht. Ah, er schaut schon mächtig aus, oder? Mit seinem Riesenteil am Rücken. Ist schon richtig mächtig. Ein bisschen fichiger wäre nicht schlecht. Bist einfach mehr... Was macht Fufu da? Ich wusste, meine Katze ist Künstler. Nee, passt. Ich verabschiede mich jetzt hiermit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Haut rein! Und immer brave sein. Tschüssi und Baba.